Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, die so friedlos ist und wo Menschen komisch sind. Und ich bitte dich jetzt um Frieden, um Bewahrung, um Freiheit, auf dich zu hören, dir zu begegnen. Und du weißt, was wir mitbringen und was auch jeder Einzelne hier in der Gemeinde mitbringt. Mach du uns frei für dich und zeig uns etwas darüber, mach uns etwas klar darüber, wie du arbeitest und wie du bist und wie du uns einfach auch umgestalten willst zu den Menschen, die wir nicht sind und aus eigener Kraft auch nicht sein können, aber durch deine Gnade werden können. Amen. Genau, heute Morgen gibt's kleine Lektionen übers Wachsen. Dazu lese ich euch jetzt nochmal die Verse aus dem Philipper 1, Vers 9 bis 11 vor. Das war vor 3 Wochen der Predigtext schon mal. Ich lese erstmal vor und sie werden dann da angezeigt. Da schreibt Paulus an die Philipper: Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Also, der Grund für diesen Exkurs ist, dass nach meiner letzten Predigt die Frage aufkam, wie funktioniert das denn jetzt praktisch mit diesem reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung? Und wenn ihr mal genau in diese Verse schaut, dann stellt ihr fest, dass es, so wie Paulus schreibt, um ein hohes Maß an Selbstständigkeit geht, um Eigeninitiative geht und um persönliche Verantwortung geht. Es geht um ein starkes persönliches Urteilsvermögen. Also nicht, da vorne steht einer und der sagt mir, was ich hier zu denken habe, sondern es geht darum, dass ihr alle ein gutes, starkes, gesundes Urteilsvermögen bekommt und habt und entwickelt und verbessert. Also, so, und das Ziel ist, damit ihr erkennt, was das Beste ist und gut vorbereitet seid, wenn ihr Jesus Christus persönlich begegnet. Also dabei geht es nicht um eine versteckte Drohung. So wie wir gestrickt sind, kommt das vielleicht manchmal bei uns so an. Sondern es geht darum, dass wir dann, wenn es drauf ankommt, also wenn wir Jesus persönlich begegnen, nicht blöd aus der Wäsche schauen und mit leeren Händen dastehen, sondern dass dann eine Frucht da ist. Und diese Frage ist berechtigt, die da gestellt wurde, und tatsächlich noch offen. Also wie wird jemand erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird? Wie entsteht diese Frucht? Das ist eine wirklich wichtige Frage. So, jetzt ist es ganz klar, Frucht hat was mit Wachsen zu tun. Ich habe euch jetzt mal hier einen Apfel mitgebracht. Und Äpfel werden nicht am 3D-Drucker hergestellt, ne? Sie werden auch nicht in einer Fabrik zusammengeschraubt, sondern sie wachsen an speziellen Bäumen. Und die heißen Apfelbäume, genau. Und nur Apfelbäume bringen auch Äpfel hervor. Aber Äpfel, das wisst ihr auch, oder jeder, der einen Garten hat und einen Apfelbaum darin, der weiß, Äpfel hängen nicht ständig am Baum, richtig? Genau. Also zuerst kommen im Frühjahr die Blätter und die Blüten. Dann kommen die Bienen, die Bestäubung. Das Thema lasse ich jetzt aus. Dann fallen die Blütenblätter ab und wenn die Blüten befruchtet sind, kann man dann relativ schnell schon so kleine Knubbelchen sehen und daraus werden dann so im Laufe des Jahres die Äpfel. Die werden größer und erst wenn das Jahr sich dem Ende zubewegt, ist der Apfel reif. Dann fällt er vom Baum. Ich kenne immer noch so Bilder mit dem Igel, der so einen Apfel rumträgt. Also wenn der Pech hat, fällt er auf den Igel. Also dann fällt er entweder auf den Boden und ist Fallobst, oder er wird gepflückt und gegessen oder Most wird davon gemacht oder Apfelwein. Wer weiß. Also, aber am Jahresende ist dann der Apfel fertig. Dann braucht der Baum auch die Blätter nicht mehr und die werden braun und die fallen zur Erde. Und dann ist der Jahreszyklus für den Apfelbaum zu Ende, er geht in die Winterruhe, die ist auch wichtig, aber er geht in die Winterruhe.
Und so ist das mit den Äpfeln. Und es ist auch normal, dass ein Apfelbaum nur Äpfel bringt. Also, dass nur der Apfelbaum Äpfel bringt. Und nur besondere, nein, andersrum. Es ist normal, dass der Apfelbaum Äpfel bringt, so. Und nur besondere Umstände können ihn davon abhalten, wie zum Beispiel zu viel Frost im Frühjahr. Und der Apfel ist praktisch die Erfüllung des Apfelbaums. Also ohne Apfel macht so ein Apfelbaum nicht Sinn. Da kannst du auch was anderes hinstellen. Und wenn Paulus hier etwas schreibt von der Frucht der Gerechtigkeit, dann macht er eine wichtige Aussage über das Evangelium. Genauso wie Pflanzen auf Frucht hin angelegt sind und die Frucht die Erfüllung ihres Lebens ist, ist das Evangelium auf eine Frucht hin angelegt. Auf eine Erfüllung hin angelegt. Und mit Erfüllung meine ich jetzt nicht nur den Himmel am Ende der Zeiten, sondern eine Erfüllung im Hier und Heute und im Jetzt dieser Welt. Und dieses Leben, nicht erstmal im Himmel, sondern dieses Leben im Hier und Heute, soll schon erfüllt werden, soweit es geht, mit Gerechtigkeit. Genau genommen mit Gottes Gerechtigkeit. Erinnert euch an die Bergpredigt. Da hat Jesus gesagt, selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das Evangelium ist nicht nur ein Versprechen für die Ewigkeit, sondern etwas, was hier und heute schon in einem Leben sich ereignen kann und etwas bewirkt. Also das bedeutet, dass das Evangelium auf eine Wirkung in unserem Leben angelegt ist. Um diese Frucht zu bringen, das ist ein Punkt, den ich jetzt sage, und wenn ihr mit diesem Punkt Probleme habt, Fragen habt, nicht klarkommt, nicht weiterkommt, bleibt dran. Fragt, klärt das. Aber das ist wichtig. Um jetzt die Frucht zu bringen, ich hatte ja gesagt, nur Apfelbäume bringen Äpfel hervor. Und nur diese Frucht des Evangeliums kann nur bei Leuten hervorgebracht werden, die Kinder Gottes sind. Und ein Kind Gottes wird, wenn ich verstehe, dass ich mein Leben nicht selbst erfüllen kann, weder auf eine religiöse noch auf eine nicht religiöse Art und Weise. Wenn ich kapiert habe, dass ich unfähig bin, meinem Leben selbst einen Sinn zu geben. Wenn ich verstanden habe, dass ich das, was ich irgendwann mal verloren habe, nicht mehr selbst zurückgeben kann, dann ist das wichtig, dann ist das die Voraussetzung, dass ich ein Kind Gottes werden kann. Und das ist interessant, dass alle Menschen, ob sie an irgendeinen Gott glauben oder eben auch nicht, aber alle Menschen sind auf eine Erfüllung ihres Lebens hin unterwegs. Und ein Kind Gottes vertraut darauf, dass das Versprechen Gottes gilt, dass Gott in Jesus Christus alles getan hat, was notwendig ist, um das eigene Leben zu erfüllen. Er glaubt nicht nur an Gott, er glaubt Gott. Nämlich dieses Versprechen, der Tod von Jesus Christus, reicht vollständig aus, um alles, was in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft passieren wird, zu vergeben, alle Schuld zu vergeben und aus dir den Menschen zu machen, den du selbst nicht herstellen kannst, den du vielleicht sein möchtest. Aber durch Gottes Gnade ist das möglich. Ein Kind Gottes hat verstanden, dass es nicht mehr notwendig ist, sich durch eigene Anstrengung um seinen Heil zu kümmern. Und wenn jemand das wirklich verstanden hat und das braucht, deswegen sage ich, an dem Punkt müsst ihr dranbleiben, aber das braucht, bis es sickert. Aber wenn jemand das verstanden hat, das verändert alles, wirklich alles. Das gibt eine komplette Sicht auf das eigene Leben, auf die Welt, auf Gott, auf das Universum, auf alles. So, und das steht am Anfang, das muss geschehen sein. Da muss jemand ein Kind Gottes geworden sein. Er muss verstanden haben, ich kann mir das nicht geben, sondern Gott schenkt mir das durch Jesus Christus. So, und jetzt geht es eben nicht nur darum, das Evangelium in dieser Form anzunehmen,
sondern es geht dann in einem zweiten Schritt im Leben als Kind Gottes darum, auch das Evangelium anzuwenden, also umzusetzen. Und das ist der springende Punkt. Und um den geht es jetzt. Also, der Punkt ist halt der, das habe ich auch schon jetzt mindestens zweimal gesagt, also nicht nur heute, sondern dass viele das Evangelium als etwas verstehen, was am Anfang des Christenlebens steht. Und dann kommt was anderes, hatte ich ja gesagt. Die Regeln, Ordnung, vielleicht das Manual, was auch immer. Ich zitiere jetzt mal einen amerikanischen Pastor, der sagt, viele Christen glauben, dass sie durch das Evangelium erlöst sind, aber dann wachsen, indem sie oder wir auf jedem Gebiet unseres Lebens biblische Prinzipien anwenden. Aber, schreibt er, das Evangelium erlöst uns nicht nur, sondern wir wachsen, indem wir das Evangelium, diese Sicht Gottes über unser Leben, auf jedes Gebiet unseres Lebens anwenden. Das Evangelium ist eine neue Brille, mit der ich mich selbst, mein Leben, meine Umwelt, Gott sehe. Und wir wachsen dann, wenn wir üben, diese Brille zu benutzen. So, wie können wir das jetzt machen? Um das jetzt zu verstehen, wie das mit dem Wachstum ist, hilft es, Wachstum an sich zu verstehen. Und ich erkläre das jetzt, ich hatte ja schon mit dem Apfel angefangen, ich mache in diese Richtung weiter. Ich erkläre euch das mal am Beispiel von Pflanzen. Damit eine Pflanze wächst, braucht sie verschiedene Dinge. Sie braucht Wasser, richtig? Sie braucht Nährstoffe, richtig? Dünger, Pferdemist. Sie braucht Luft, genau genommen Kohlendioxid, das böse Gas, brauchen Pflanzen tatsächlich. Und sie braucht Energie, nämlich Sonnenlicht. Und dann besitzen Pflanzen eine wirklich besondere Fähigkeit. Sie können tote Materie, Wasser ist tot, Kohlendioxid ist tot, Nährstoffe sind eigentlich tot. Sie können tote Materie so verwandeln, dass daraus etwas entsteht, was Leben möglich macht und was anderen Tieren und Menschen zur Nahrung dient. Und dazu nimmt die Pflanze das Wasser in der Regel aus dem Boden. Sie holt das Kohlendioxid aus der Luft und bildet im Blattgrün unter Mithilfe von Sonnenlicht, die dann da reinkommt, Zucker. Das passiert in einer Pflanze, das ist der wesentliche Vorgang. Thomas, stimmt das? Wo ist der Thomas? Bildet einen Zucker. Genau. Ein kleiner Teil des Zuckers wird direkt verbraucht. Ein anderer Teil wird in Früchte eingelagert, wie hier Äpfel oder Weintrauben oder was auch immer. Deswegen sind die süß. Oder es wird nochmal in der Form verändert und dann wird es stärker und dann kann es in Getreidekörnern zum Beispiel eingelagert werden, in Samenkörnern oder in Knollen wie Kartoffeln. Oder es wird nochmal verändert, dann ist es Zellulose und dann entstehen daraus Bäume und die können wir auch Häuser bauen, verbrennen, was auch immer. Das machen Pflanzen. Also aus Wasser und Kohlendioxid. Und dazu fängt die Sonne ein und stellt dafür eine Energie her, die wir verwenden können. Irre, oder? Wenn du darüber mal nachdenkst, und ohne diesen Vorgang wäre kein Leben auf der Erde möglich. So, warum erzähle ich euch das? Weil es veranschaulicht, dass für das Wachstum verschiedene, völlig unterschiedliche Bestandteile notwendig sind, und diese Bestandteile dann durch die Pflanze selbst so zusammengebracht werden, dass daraus etwas Lebendiges entsteht. Etwas anderes entsteht. Und du wirst ja einfach, also wer kommt da auf die Idee, dass das Gas und das Kohlendioxid und das Wasser, dass das macht? Aber es ist so. Also mit sowas Banalem wie Wasser, eben flüssig, Kohlendioxid, gasförmig, fängt dann die Pflanze die Sonnenenergie ein und macht die Energie verfügbar. So, und dann frisst die Kuh das Gras und wir melken die Kuh und haben die Milch und machen dann Käse oder Joghurt draus und am Ende essen wir die Kuh auch auf. So. Also, aber alles nur, weil Pflanzen diese sensationelle Fähigkeit haben. Und dieser Vorgang heißt Stoffwechsel und ist der Beweis dafür, dass etwas lebt.
Wenn einer aufhört zu Stoffwechseln, ist er tot. Das ist eben der Unterschied zwischen Leben und Tod. So, und jetzt geht's weiter. Ja, damit eine Pflanze gut wächst, braucht sie diese Bestandteile in ausreichender Menge. Und wenn nur ein Bestandteil fehlt, wächst sie nicht mehr. Also das ist am deutlichsten zu bemerken, wenn das Wasser fehlt, dann hängt die Geranie oder was auch immer. Dann ist das eigentliche Problem aber nicht, dass die Pflanze schlapp runterhängt. Das eigentliche Problem ist, dass sie keine Energie, keinen Zucker mehr produzieren kann. Was passiert, wenn Licht fehlt, könnt ihr mal, ich weiß nicht, wer Einkellerungskartoffeln habt, geht mal so Anfang März in den Keller und guckt euch mal an, was da mit den Kartoffeln passiert. Lange, gagelige Dinger, die kein Licht haben, unterwegs sind, aber wo nichts passiert. Also Licht ist, was Licht fehlt, könnt ihr da beobachten. Und wenn Nährstoffe fehlen, wenn Dünger fehlt, wisst ihr, manche Pflanzen werden dann chlorotisch, Eisenmangel und was dann auch immer fehlt, könnt ihr dann an den Blättern teilweise sehen. Oder auch wenn CO2 fehlt, da verkümmert die Pflanze auch. Und das bringt zu einer weiteren wichtigen Erkenntnis. Und alles, was ich euch sage, könnt ihr nachher aufs Geistliche auch anwenden. Also auf das Wachstum des Evangeliums anwenden. Darüber, ob und wie eine Pflanze wächst, entscheidet immer der Nährstoff oder der Wachstumsfaktor, der im Mangel ist. Wenn eine Pflanze Dünger fehlt, dann kannst du die gießen, bis es umfällt. Das wird nichts nützen, sondern damit die wachsen sollen, musst du düngen. Wenn einer Pflanze Wasser fehlt, das kennen wir am besten, dann müssen wir gießen. Aber die anderen Sachen müssen auch da sein. Und erst wenn alles genau so da ist, wie die Pflanze das braucht, kann sie wachsen. Und da gibt es ein Minimum, was eine Pflanze minimal braucht. Da gibt es ein Optimum, richtig? Dann hat sie die optimalen Wachstumsbedingungen, dann geht es auch mit dem Wachsen am schnellsten. Und es gibt ein Maximum, also ein Höchstding. Und dann gibt es auch ein zu viel. Also es geht um das Verhältnis der einzelnen Bestandteile zueinander und die Interaktion dieser Bestandteile. Also nochmal zu dem zu viel, das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, man kann auch Pflanzen zu viel gießen, ne? Es sei denn Aquariumspflanzen, da ist es anders. Aber ihr könnt Pflanzen ersäufen, überdüngen oder auch mit Sonne Licht verbrennen. Und der letzte Punkt, den wir über das Wachstum vom Wachstum der Pflanzen lernen können, es braucht Zeit und Geduld. Es gibt keine Abkürzung für Wachsen. Und das stellt uns tatsächlich vor eine große Herausforderung, weil unsere Kultur zutiefst geprägt ist von jetzt und gleich und sofort und der Trieb muss befriedigt werden und der Durst muss sofort befriedigt werden und es muss sofort gegessen werden und das, was ich will, muss gegessen werden. Und es ist keine Zeit mehr da, dass sich Dinge entwickeln können. So, und dieses Grundverständnis, nehmt das einfach mal mit und denkt drüber nach, aber dieses Grundverständnis von Wachstum hilft uns zu begreifen, auch wie das Wachsen im Evangelium geschieht, wie das funktioniert. Und da ist jetzt die gute Nachricht, dass Wachstum dann geschehen wird, wenn du die richtigen Wachstumsfaktoren in ausreichender Menge zuführst. Also du musst das nicht machen. Du merkst es vielleicht noch nicht mal, dass du wächst, aber es wird passieren. Das ist das Leben. Wachstum ist sowohl in Pflanzen, in Tieren, in Menschen. Irgendwann ist ein dickes Wachstum bei Menschen, so wie bei mir. Aber es ist in uns angelegt und genauso ist es im geistigen Leben, ist Wachstum angelegt. Es muss nicht gemacht werden. Und jetzt kommt tatsächlich der springende Punkt. Die Wachstumsfaktoren sind nicht verhandelbar. Du kannst dich hinstellen und mit der Pflanze diskutieren, wie du willst. Wenn die kein Wasser hat, geht sie ein. Kannst du sagen, brauchst du gar nicht. Das bildest du dir nur ein, dass du kein Wasser hast. Wird nicht funktionieren. Und genauso gibt es im geistlichen Bereich Wachstumsfaktoren,
wir brauchen, ob uns das jetzt passt oder nicht. Und nochmal, auch da hängt unser Wachstum von dem Faktor ab, der im Mangel ist. Und ich sage euch jetzt mal die vier Wachstumsfaktoren. Die Wachstumsfaktoren sind Bibel, Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Bibel. Sie braucht Gebet. Sie braucht Gemeinde, Gemeinschaft. Und sie braucht die Gnadenmittel. Abendmahl und Taufe oder Taufe und Abendmahl. Das sind die vier Wachstumsfaktoren der Bibel oder die Wachstumsfaktoren des Evangeliums. Und das müssen wir, wenn wir wachsen wollen, zur Verfügung stellen, unserem Menschen. Und über dein geistiges Wachstum entscheidet der Punkt, der im Mangel vorhanden ist. Du kannst beten, bis die Heide wackelt. Wenn du nicht in der Bibel liest, wird dir das nichts nützen. Du kannst genauso gut Bibel lesen, wenn du nicht betest, dann wird dir das nichts nützen. Du kannst regelmäßig Abendmahl machen, getauft wird man nur einmal, aber regelmäßig Abendmahl machen bzw. nehmen, wenn du nicht betest und nicht Bibel liest und wenn diese Dinge auch nicht miteinander interagieren, dann wird das nichts nützen. Und nun kommt ein Punkt, den finde ich persönlich sehr spannend. Ist, dass diese Dinge, Bibel, Gebet, Gemeinde und Gnadenmittel, verändert werden durch das Evangelium. Deswegen werde ich jetzt mal der Reihe nach diese Dinge durchgehen. Bibel, ich fange mal an mit Evangelium und Bibel. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwann irgendwo zu einigen gesagt. Ich beobachte, dass viele eine unterschwellige Abneigung gegen die Bibel mit sich umtragen. Das ist die Frage, wo könnte das liegen? Vielleicht liegt es daran, das ist so, wie ich das auch vor zwei, drei Wochen mal gesagt hatte, dass viele eine unterschwellige Abneigung oder ein Misstrauen gegen Gott mit sich rumtragen. Und die dann dieses Misstrauen auf die Bibel übertragen. Viele empfinden, könnt ihr selber darüber nachdenken, wie ihr Bibel empfindet, aber viele empfinden die Bibel jedenfalls als eine Sammlung von unerfüllbaren Regeln. Also etwas, was Mühe ist und anstrengend ist, was Kraft kostet, was einen permanent überfordert, weil da Maßstäbe aufgestellt werden, die ich nicht machen kann, die ich nicht erfüllen kann. Sie lesen etwas in der Bibel und weil sie es wieder nicht hinkriegen und weil sie es schon wieder nicht hinkriegen, entwickeln sie Schuldgefühle. In einem gewissen Sinn, und das ist jetzt der springende, also ist ja so ein bisschen der kritische Punkt, in einem gewissen Sinn ist das sogar der Sinn der Bibel. Weil Gott und ganz besonders auch Jesus uns klar machen will durch die Bibel und durch das Gesetz, wie verloren wir wirklich sind, wie ernst unser Zustand vor Gott wirklich ist. Und während wir uns vorrechnen, wir ist alles halb so schlimm, weil ich bin ja nicht so schlimm wie der da. Sagt Jesus uns ganz einfach, ihr seid bös. Ihr, die ihr bös seid. Sagt er so. Aber, und dieses Aber ist wirklich wichtig zu verstehen, Gott macht es nicht deshalb, oder Jesus macht es nicht deshalb, um uns zu verdammen. Wir stellen oft fest, dass ein anderer böse ist, um dann nichts mehr mit ihm zu tun zu haben. Sondern Gott stellt das fest, um uns klarzumachen, wie ernst die Situation wirklich ist und wie sehr wir auf ihn und auf seine Gnade und seine Erlösung angewiesen sind. Versteht ihr, das ist eine ganz andere Bewegungsrichtung. Gott will uns nicht wegstoßen. Vielleicht empfinden wir das so, wenn wir das Gesetz lesen. Aber Gott will uns sagen, nee, guck doch mal hin, so ist es, so bist du. Und du bist vielleicht nur nicht schlechter, weil du noch nicht die Gelegenheit dazu hattest. Also, ich habe noch keinen erschlagen, aber wenn die Gelegenheit günstig wäre, wer weiß. Ich weiß es doch nicht, ich war noch nie in dieser Situation. Und Gott sagt mir, nee, das ist wirklich ernst, um was es hier geht. Aber Leute, ich weiß das und deswegen brauchst du mich.
Nicht, weil du so toll bist und so viel hinkriegst und kriegst ja vielleicht auch viel hin, sondern weil du mich brauchst. Es ist unglaublich schwer, sich darauf einzulassen, einzugestehen, dass wir die Hilfe, die Gnade und die Erlösung Gottes brauchen. Das ist für jeden Menschen, wo ich das beobachtet habe, immer eine Riesenhürde, darüber zu steigen. Aber der Mann am Kreuz zeigt uns, wie dramatisch die Situation wirklich ist. Wenn der allmächtige Gott keinen anderen Ausweg für dich und mich oder mich und dich sieht, als an meiner Stelle seinen Sohn zu opfern, dann ist die Lage ernst. Und nochmal, die Bibel ist jetzt nicht das Buch, das uns verdammen und wegschubsen will, sondern die Bibel ist das Buch der großen Suche Gottes nach uns. Und jetzt kannst du sie aufschlagen, wo du willst. Du kannst im Garten Eden losgehen. Kaum hat Adam von der Frucht gegessen und die Trennung von Gott ist Wirklichkeit geworden, läuft Gott durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Dann erschlägt Kain seinen Bruder und Gott läuft hinterher. Kain, wo bist du? Und dann geht er sogar zu den Ägyptern und er holt sich den Abraham raus. Und er schickt sogar einen zu diesen wilden Assyrern, die Menschen bei lebendigem Leib die Haut abziehen, um zu sagen, kehrt um. Jeder Prophet hat die Botschaft, Menschen aufzurufen, kehrt um. Die Bibel ist das Buch der großen Suche Gottes nach uns. Und wir lesen es irgendwie so verdreht und sagen, Gott macht uns mit, will uns fertig machen damit. Nein, er will uns nur zurückholen, will, dass wir uns auf seine Gnade einlassen. Immer sucht Gott die Menschen, zu denen er spricht. Und am Ende schickt er seinen Sohn in diese Welt, damit er in körperlicher Form uns Menschen begegnet und uns sucht und zurückholen will. Wir finden das in der ganzen Bibel bis ans Ende in der Offenbarung. Gott sucht die Menschen. Das ist seine Art und sein Wesen. Und wenn du das begreifst, dann verändert es deine Art, die Bibel zu sehen. Weil es dann nämlich nicht darum geht, zuerst die Regeln kennenzulernen und zu tun, sondern einen Gott zu finden, der dich sucht. Der weiß, wie du tickst. Der weiß, was du getan hast und auch, was du tun könntest vielleicht. Der alles getan hat, schon vollendet hat, um dich zu sich zu holen. Der dir sagt, hör auf mit deinen eigenen Anstrengungen, es ist vollbracht. Vertrau mir und lass dir von mir zeigen, wie du so leben kannst, dass es gut wird. Aber nicht mehr, um sich irgendetwas selber zu verdienen, sondern einfach nur als neue Möglichkeit, auf freie Möglichkeit, ein gutes Leben einzuüben, das wächst. Kannst du noch mal den Text bitte machen, den Bibeltext? Achtet mal darauf, dass Paulus den Leuten nicht schreibt, so jetzt habt ihr das Evangelium angenommen und jetzt müsst ihr das perfekt halten. Sondern da geht es darum, dass die einen Sinn dafür entwickeln. Und das braucht Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe in der letzten Zeit mit ganz vielen Leuten auch zu tun gehabt, wo im Leben so viel passiert ist, dass es dann nicht nur reicht, eine Wahrheit zu sagen, sondern wo Verirrungen sind, wo Fragen sind, wo Antworten gesucht werden, das braucht Zeit. Und Gott gibt dir die Zeit. Er fordert nicht, dass du gleich alles hinkriegst. Machen wir uns doch einfach mal frei von diesem Perfektionismus. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, alles Menschen, die verändernde Liebe Gottes brauchen. Und das braucht Zeit. Und dann braucht es auch Zeit, dass wir mal an die wunden Punkte rankommen können, weil die einfach auch so schweineweh tun. Wir tun immer so, als müsste das alles gleich funktionieren. Muss es nicht. Habt doch mal Geduld mit euch selber und mit anderen. Aber versteht ihr, wie da das Evangelium auch die Bibel, den Umgang mit der Bibel verändert? Dann habe ich da Ideen für mein Leben. Und du kannst angstfrei anfangen, die Bibel zu lesen, Gott kennenzulernen. Du wirst Dinge finden, die nicht gut sind bei dir. Halbwahrheiten werden auch sichtbar werden. Aber nicht, um dich zu verdammen, sondern einfach, weil die Überwindung etwas Gutes in deinem Leben bewirkt.
Und du wirst entdecken, wie Gott wirklich ist, nämlich der liebevolle Vater, der dich sucht. Dann kommt der nächste Punkt, Evangelium und Gebet. Also auch das Gebet verändert sich extrem, wenn das Evangelium ins Spiel kommt. Paulus schreibt an die Christen in Rom, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen. Als Christen, als Kind, als wir Kinder Gottes geworden sind. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, sodass wir uns wieder fürchten müssen, dass wir wieder Angst haben müssen vor Gott. Sondern wir haben einen Geist der Kindschaft bekommen, sodass wir rufen können, aber lieber Vater. Dabei geht es am wenigsten darum, dass ich Gott meine Wünsche sagen kann. Haus, Frau, Kinder, was auch immer. Gesundheit, langes Leben. Sondern es geht vielmehr darum, dass ich mit dem, was ich nicht weiß, wo ich irre, wo ich frage, zu ihm kommen kann und dann von ihm Antworten bekomme. Dass ich mit meinem Versagen zu ihm kommen kann. Der Reflex, wenn ich was falsch gemacht habe, ist, von Gott wegzulaufen. Ich muss einüben, zu Gott zu kommen, gerade mit dem, was ich verkehrt gemacht habe, seine Vergebung zu suchen. Und dann weiß ich, ich bin ein Kind Gottes und Gott ist mein lieber Vater und der hat sowieso gewusst, was er sich da angelacht hat. Aber der meint es gut mit mir, da kann ich hinkommen und der hilft mir, die Dinge in Ordnung zu bringen. Und tatsächlich ist, wenn wir das machen, ehrt das Gott. Weil wir dann sagen, ich krieg's nicht hin, aber ich brauche dich und deine Hilfe. Meine Schuld treibt mich dann nicht von Gott weg, sondern sie treibt mich in seine Arme. Gerade die Schuld. So, gerade jetzt nochmal so als, hier als Beispiel, wenn jetzt Bibel und Gebet zusammenkommen, dann habe ich fundierte Aussagen über Gott, die ich finden kann, wo ich merken kann durch das Gebet, wenn ich dann bete, dass Gott mir da auch Verständnis schenkt. Und die Bibel führt mich ins Gebet, zum Beispiel auch in die Anbetung, in den Lobpreis, in Gott die Ehre geben, aber auch in Bekenntnis. Bitte um Kraft, dass ich es hinkriege, dass es besser wird. Und ich lerne mich selber besser kennen und erlebe die Veränderung, die ich für mich brauche. Und wenn jetzt gibt es auch einen weiteren Wachstumsfaktor und wenn der ins Spiel kommt, wenn wir den wirklich mal begreifen, dann verstärkt das alles noch. Und dieser Wachstumsfaktor heißt Evangelium oder Gemeinde oder Gemeinschaft. Wenn wir wirklich mal über das nachdenken, was Evangelium bedeutet und das auf uns selbst und auf die Menschen um uns herum anwenden, dann ermöglicht das eine ganz neue Form des Zusammenlebens, deren Radikalität, wie radikal das wirklich ist, wir ansatzweise noch nicht verstanden haben. Wir sind so aus unserer kirchengeschichtlichen Geschichte geprägt, dass jeder so sein Ding macht und sein Süppchen kocht. Da gibt es auch wirklich unglaublich viel Potenzial, da was zu entdecken. Aber der Sinn von Kirche, von Gemeinde ist, nicht hier in Reihe und Glied zu sitzen und sich Predigten anzuhören. Das ist nicht der erste Sinn, sondern der Sinn von Kirche ist, dass Menschen gemeinsam lernen, dieses Leben, dieses Evangelium für ihr Leben anzuwenden. Dazu hoffe ich, dass auch jetzt die Predigt heute Morgen dient. Aber wir müssen uns nicht nur eben hier im Gottesdienst, sondern auch in unseren Gesprächen oder in unseren Treffen oder in unseren Hauskreis oder was wir da haben, gegenseitig helfen und ermutigen, dieses Evangelium in unserem Leben anzuwenden. Wir müssen barmherzig mit uns sein, weil es eben nicht gleich hinhaut. Wir können uns Hilfe geben, wir können uns tragen, Zeit, Geduld haben. Und wenn wir gemeinsam in der Bibel lesen und gemeinsam beten und gemeinsam Sachen entdecken und der eine bringt das mit, was er entdeckt hat, ein anderer was anderes und wir tauschen uns aus, dann liegt da ein unglaublicher Segen drauf. Das wird ein Turbo für unser geistiges Wachstum werden. Und wenn das Evangelium im Spiel ist und ich wirklich verstanden habe, wer ich bin, dann werde ich auch mit anderen barmherziger werden. Ihr sollt barmherzig sein, denn euer Vater im Himmel ist barmherzig. Da werde ich Geduld haben. Da werde ich Hoffnung haben für den anderen. Da werde ich Liebe haben für den anderen. Und dann lernen wir miteinander zu leben.
Das wird ein Leben sein, das diese Welt so dringend braucht, weil wir so gerade so wieder unterwegs sind, uns auszudifferenzieren und zu hassen und das Leben schwer zu machen. Und das ist jetzt der Punkt. Diese Gemeinschaft funktioniert nur in echt. Die funktioniert nicht digital. Also dazu muss man tatsächlich in den Gottesdienst kommen. Dazu muss man tatsächlich mit Menschen vis-à-vis, so richtig von Angesicht zu Angesicht, in Riech-, Hör- und Sehweite, Gemeinschaft haben. Und deswegen funktioniert es nicht daheim, nicht so gut daheim an Fernsehern. Also wer natürlich krank ist oder so, für den ist es ein Segen, dass er das machen kann. Aber ansonsten, ich lade und ermutige ein, wirklich echte Gemeinschaft mit Menschen zu suchen. Und das habe ich auch gemerkt, dass manche Leute darauf warten, dass jemand anders kommt, der nicht da ist. Und Sehnsucht haben, dass der kommt. Habe ich jetzt gerade auch bei den Kindern wieder erlebt. So, dann gibt es auch die Sakramente. Und die helfen uns auch mal auf eine körperliche Art und Weise das Evangelium zu verstehen. Dieses getauft werden in den Tod, auferstehen in das neue Leben. Das zeigt die Taufe. Wenn ich das erlebt habe und das wirklich, also wenn ich das erlebt habe oder ja, verstanden habe, dann kann ich mich daran erinnern und kann in Krisen sagen, ich bin getauft. Ich bin getauft. Ich bin ein Kind Gottes geworden. So, jetzt geht's hier drunter und drüber und ich war doof oder der war doof und alles ist in Frage gestellt, aber ich bin getauft. Und wenn ich das Abendmahl nehme, dann kann ich mich vergewissern, dass ich jemand bin, der täglich von der Vergebung braucht, lebt. Der andere ist jemand, der von der Vergebung lebt. Ich empfange die Vergebung von Gott, nicht durch das Abendmahl, aber das macht mir das deutlich. Und der andere braucht genauso Vergebung. Und der braucht Gottes Vergebung und der braucht meine Vergebung. Und wenn das zusammenkommt, diese vier Punkte, Wort Gottes, Gebet, Gemeinde, Gemeinschaft und die Gnadenmittel. Und wenn die in Interaktion treten, dann ist es genauso wie mit dem mit dem Wasser und mit dem Kohlendioxid und mit dem Sonnenlicht, das Evangelium, da entsteht was Lebendiges raus. Frucht, Energie, die wir brauchen. Das ist genauso. Also, lest eure Bibeln, betet, sucht die Gemeinschaft, nutzt die Gnadenmittel. Auch da, wo es noch nicht geschehen ist, ich weiß es, bei einigen ist es überfällig. Also, demnächst Taufgottesdienst, meldet euch. Lasst euch taufen. Und das alles braucht Zeit und Beständigkeit. Ein großes Wort im Johannesevangelium ist, bleibt in mir. Ohne mich könnt ihr mich nicht tun, sagt Jesus. Und dann wirst du vielleicht nicht merken, dass du wächst. Und es werden auch keine riesen Schritte sein. Und du wirst auch keine Erlebnisse haben, möglicherweise. Aber du wirst wachsen, das verspreche ich dir. Du wirst wachsen und du wirst Frucht bringen. Wie gesagt, das braucht Zeit. Und das musst du jetzt auch gar nicht die ganze Bibel auf einmal lesen. Fang einfach mal mit so ein paar Kapiteln an. Muss nicht viel passieren. Lies den anderen mal weiter und nächsten Tag weiter. Einfach so mal ein bisschen Bibel lesen, mal ein bisschen beten. Schau mal, was passiert. Red mal mit jemandem drüber, du sagst, das habe ich gar nicht verstanden. Vielleicht hat er eine Idee. Oder sagst du, das ist mir aber klar geworden. Mann, das ist ja doll. Bringt dem anderen vielleicht was. So. Also, jetzt zum Schluss. Für wen ist die Frucht? Das ist immer ein ganz, 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 ganz interessanter Punkt. Jesus wird zwar derjenige sein am Ende, dem du deine Frucht präsentierst. So, jetzt erinnert euch aber mal an die Geschichte mit den anvertrauten Talenten. Als die nachher ihre Erträge brachten, die beiden tapferen Diener da, erhielten sie ihren Ertrag doppelt zurück. Sie waren die eigentlichen Nutznießer. Du kannst Gott nichts geben mit deiner Frucht, was er nicht schon hätte. Kannst du nicht machen. Der eigentliche Gewinner bist du selbst. Weil du durch das Evangelium, wenn du das mal wirklich verinnerlicht hast und auch immer mehr verinnerlichst, weil du durch das Evangelium wieder zu dem Mensch werden kannst, der eigentlich in dir angelegt ist, den du selber nicht bist, den du vielleicht sogar selber zerstörst, den du aber durch die Gnade Gottes werden kannst. Das möchte Gott geschehen. Also ich hoffe, dass
nehmt es einfach mal mit. Ich weiß zwar viel, ich bin jetzt auch nicht mehr so müde wie vorher. Aber nehmt es, aber nochmal, nehmt es wirklich mit und denkt einfach mal darüber nach. Und ich hoffe, wenn ihr Fragen habt, meldet euch wieder. Ich mag das. Und jetzt wünsche ich euch Gottes Segen und ich habe noch einen Apfel zu verschenken. Ich darf den nicht essen, ich bin allergisch. Aber das ist ein Marktapfel, das ist ein guter. So. Soll ich beten? Herr Jesus, ich danke dir für dieses Geheimnis des Wachstums. Das ist so unfassbar, dass da so unterschiedliche Sachen, die eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, zusammenkommen und daraus so was Großartiges entsteht wie Zucker oder geistiges Leben. Und ich bitte dich, dass wir das auch kapieren und verstehen, dass dein Evangelium die einzige Möglichkeit ist, wirklich die einzige Möglichkeit ist, dass unser Leben die Erfüllung findet, auf die es angelegt ist. Und du weißt, was an Misstrauen da ist oder was auch an Angst da ist oder Befürchtung da ist oder ach, was auch immer das Leben uns so schwer macht und Verirrung da ist und auch an Verletzungen da ist. Alles, was alles so hindert, ich bitte dich, dass du es in deine Hände nimmst. Und dass du uns, dass wir wirklich begreifen, dass du auch gerade eben bei den kritischen Punkten unser Vater im Himmel bist. Und uns lieb hast und uns verändern willst. Und dass du uns die Zeit gibst, dass du Geduld mit uns hast. Und dass wir Schritte gehen können und nicht alles auf einmal machen müssen. Ich bitte dich, dass wir das erkennen und erleben in unserem Leben. Und dass wir das gemeinsam erleben und dass wir immer mehr eine Gemeinschaft werden, die sich gegenseitig unterstützt, miteinander auf dem Weg ist. Und dass wir in dieser Stadt ein Zeichen sind für deine verändernde Liebe, für ein Zusammenleben, das wir so dringend brauchen. Eben weil wir selber ja schuldig sind und von dir gerechtfertigt werden, brauchen wir auch den anderen nicht verurteilen. Wir können ihn einfach erstmal so nehmen, wie er ist und können ihm auch die Zeit geben, die er braucht und wir haben die Zeit, die wir brauchen. Ich danke dir dafür, dass du mit uns unterwegs bist, aber dass dann auch etwas sichtbar wird und sich verändert und dass wir merken, dass es heilt und gut wird. Amen.